In seinem Webcast meldete sich Charlie Sheen am Dienstag wieder zu Wort. Can you smell your soul? Can you smell the rotting dog shit? The fermented puke that is your viscera? Eine regelrechte Schimpfkanonade ließ der US-Schauspieler auf die Produzenten seiner früheren Fernsehshow Two and a Half Men niedergehen. Die Produktionsfirma Warner Bros. Hatte den 45-Jährigen am Montag gefeuert. Bereits im Februar hatte der US-Fernsehsender CBS die Produktion der Serie vorübergehend eingestellt. Sheen machte seither wiederholt mit wüsten Beschimpfungen der Verantwortlichen seinem Ärger Luft. Can you smell it, Chuck? It smells like malaria, in case you were wondering. Auch in seinem Internetvideo vom Dienstag überzog der Hollywood-Star die Fernsehchefs mit Schmähungen und kündigte ihnen einen Krieg an. Trotz des immensen Drogen- und Alkoholkonsums sowie anderer privater Eskapaden Sheens gilt Two and a Half Men als eine der beliebtesten TV-Shows der Vereinigten Staaten. Auch in Deutschland hat die Sendung eine durchaus große Fangemeinde. Sheen plant nach eigenen Angaben nun, Warner Brothers wegen seiner Kündigung zu verklagen. At peace, in love, you are no match for this warlock. My power will consume you every losing day.